liebe VK-Freunde. Wir sind auf der IFA und gerade am Stand von Sony. Und ich führe euch ein bisschen herum. Beginnend mit dem S8505. Auch Sony kommt leider nicht um die Kurve herum. Curved Displays, neue angekündigt. Im letzten Jahr auch ein Modell angekündigt, welches aber nicht großartig Beachtung auf dem Markt fand, beziehungsweise welches auch nicht flächendeckend verfügbar war, soweit ich weiß. Hier dieses Modell mit 65 Zoll soll aber hier auch die Käuferschicht, die gerne ein Curved-Modell von Sony hätten, haben wollen, auch zufriedenstellen. Auch ausgestattet natürlich mit dem 4K-Prozessor X1, HDR-kompatibel laut Sony, bekommt ein Update und unterstützt auch das neue OneFlick Entertainment, basierend auf Android TV. Da gibt es auch die neue OneFlick Remote, zu der wir auch schon ein Video gemacht haben, was ihr auch auf unserem YouTube-Channel sehen könnt. Gehen wir doch mal um die Ecke. So. Perfekte Kurve, hier haben wir nochmal das gleiche Modell. Fangen wir doch mal klein an mit 85 Zoll. Hier haben wir den 9505B noch aus dem letzten Jahr. Trotzdem nicht weniger beeindruckend mit diesem V-Stand. Hat aber leider, also wer sich zum Beispiel dieses Modell zugelegt hat, laut Sony bekommt dieses zum Beispiel kein HDR-Update. Macht aber trotzdem noch eine wirklich gute Bildqualität mit seinem direkten LED-Backlight, Luminous-Display und noch den alten X-Reality Pro-Prozessor. Hier sieht man, hat man jetzt bei der Schrift gut gesehen, ja, Hintergrundbeleuchtung schön und gut, aber die Feldaufteilung ist doch noch recht grob, also es gibt ein Scheinen um diese weiße Schrift zum Beispiel, also wo sich sehr weit, hier, das kann man auch gut erkennen. Gehen wir nochmal weiter. Dann haben wir hier so quasi die Einsteigerversion. Mal um die Leute herum. Hier Einsteiger 8005C mit 49 Zoll. Trotzdem alle wichtigen Standards dabei, HEVC dabei, HDCP 2.2, Kopierschutz unterstützt, natürlich den neuen HDMI 2.0, das ist natürlich klar. Unterstützt dann auch natürlich den neuen DK-Kanal UHD 1, welcher auch hier schon läuft. Dann haben wir hier drüben den 8505C, das neue Mittelklasse-Modell, könnte man vielleicht sagen. Mit einem schon schlanken Rahmen, aber es geht noch dünner, wie wir gleich nachher sehen werden. Eine gute Wahl, wer jetzt ein paar hundert Euro vielleicht mehr drauf legen möchte. Auch HDR-kompatibel, bekommt das HDR-Update und auch mit dem neuen X1-Prozessor ausgestattet, Android TV. Hier haben wir nochmal ein gebogenes Display, was aber das gleiche wie drüben ist, aber nein, das müsste, hier haben wir zum Beispiel, der Stand sieht etwas anders aus, hier steht 8005C, das ist dann quasi nochmal eine andere Version, eine kleinere Version, jetzt schauen wir schnell. Curved Screen hat anscheinend kein HDR, aber den X1 Prozessor. Davor natürlich immer schön platziert die Soundbars von Sony. Haben sie aber keine Curved Version, was viele vielleicht jetzt auch nicht großartig stören sollte, solange der Sound stimmt. Netflix Streaming wird natürlich wieder drin. Hier, wer einmal sich einen X1 Prozessor ansehen möchte, schlecht das Bild. Ja. So sieht der
kleine Chip aus, welche die Bildverbesserung bringt. So, wir hier nochmal. Das ist die 8505 Version nochmal, genau, die hat HDR. Das Modell auf der anderen Seite hat jetzt kein HDR. Hier haben wir dann die 9105C, das ist das neu angekündigte Modell. 75 Zoll, flaches Display, HDR-kompatibel. Y-Stand. Und jetzt kommen wir dann noch zum absoluten Highlight-Produkt. Das ist dann hier die X9405C. Jetzt ist ein bisschen unscharf. 5C Serie. Welche mit Flüssigmetall oder Ferrofluid heißt es, Lautsprechern ausgestattet ist, die wirklich, jetzt ist es aber wirklich sehr laut hier. Überall geht jetzt gerade, rund, sorry. Auf jeden Fall hier, wer keine externe Soundanlage zu seinem TV haben will, hat mit dieser Version wirklich, bekommt auch echt erstklassigen Sound. Man lässt jetzt hier auch zum Beispiel das 4K-Video mit Surround Sound vom Muse laufen und es hört sich, auch wenn es hier extrem laut ist, hört sich das immer noch sehr gut an. Vor allem, wenn man von vorne sich den Sound gibt, echt klasse. So. Schauen wir noch, was wir hier sonst haben. Hier haben wir nochmal die Curved-Versionen. Schauen wir mal drüben, hier noch ein schöner Vergleich. High Dynamic Range and Beyond. Natürlich auf der rechten Seite, hey. So ist es ohne HDR und links mit HDR und Extended Dynamic Range Pro von der X94-Serie. X95 ist es, glaube ich. Und sieht man natürlich einen Unterschied. Man muss aber immer die Vergleiche sehen. Teilweise werden die Modelle auf der anderen Seite natürlich mit Absicht ein bisschen schlechter vielleicht eingestellt. Aber man bekommt so eigentlich ganz gut mit, dass auch die hellen Partien auch wirklich heller sind. Und hier ist halt so quasi von der Helligkeitsverteilung war es auf der rechten Seite so ziemlich fast immer gleich. Gehen wir nochmal weiter. Triluminous Display Color. Hier nochmal ein besseres, kräftigere Farben, viel lebendiger. Hier, das Grün ist grün, Blau ist blau. Hier doch immer noch so ein bisschen ein gräulicher Schleier drumherum. Und hier haben wir nochmal den Vergleich, was der X1-Prozessor an Kontrast hier nochmal herausholt. Linke Seite, das Karussell leuchtet. Hier kann man zum Beispiel, hat man jetzt ganz gut wieder gesehen, dass natürlich die LED-Hintergrundbeleuchtung nicht mit dem OLED irgendwie mithalten kann, weil einfach außenrum dieser Schein noch ist von den Feldern, die gerade aktiviert sind. Hier, weil so richtig blendet es fast schon das Licht aus dem Fenster auf der anderen Seite. Eher so durchgehend. So. Und dann haben wir noch X-Clarity Pro. Das ist dann das Upscaling. Und hier holt der Prozessor wirklich noch gut was aus dem HD-Bild raus.
Also hier zum Beispiel die Fußballspieler, wo jetzt unten am Platz waren, oder die ganzen einzelnen Menschen, die sind hier vielleicht eher so schwarze Punkte. Auf der anderen Seite waren sie dann wirklich schon schön umrandet. Hat man noch gut erkennen können. Hier bei diesen ganzen einzelnen kleinen Blättern sieht man zum Beispiel auch sehr gut den Unterschied. Also, was das Upscaling anbetrifft, die Kontrastverbesserung und die Farbverbesserung, ist der X1-Prozessor sicherlich einer der besten Wahl, aber natürlich auch gleichgezogen mit den Upscaling und den Verbesserungstechnologien von LG, Panasonic oder Samsung. Schauen wir noch. Ach ja, natürlich, wenn man so einen flachen Fernseher hat, dann möchte man den auch. Jetzt muss ich mal schauen, jetzt habe ich glaube ich den. Ach, hier haben wir doch einen noch vergessen. Ding extrem flachen. Und 9. Da sind wir doch. Im 9015. Und dieser ist wirklich, wirklich flach. 49 mm, soweit ich weiß. Und das ist einfach nur mal so einen Daumen dagegen halten. Also das ist echt fast nichts. Hat aber trotzdem anscheinend, ist HDR-kompatibel, hat aber ganz sicherlich kein LED-Backlight. Also was da jetzt, wie groß hier der Unterschied ist zum normalen Material oder... Naja, das werden wir dann sehen, weil die Helligkeit kann das Modell natürlich nicht so wiedergeben wie jetzt zum Beispiel einer, der wo ein direktes LED-Backlight hat. Also hier bewegen wir uns wahrscheinlich so im Bereich von 500, maximal 600 Nits, und die anderen Modelle, die schaffen dann sicherlich schon um die 1000 Nits. Und wenn man so einen schönen, flachen Fernseher hat, dann möchte man den auch schön an die Wand montieren. Und hier haben wir dann auch diesen mal so schön an die Wand montiert mit dem ganz flachen Mount. Und hier kommt man mit der Hand vielleicht gerade noch so hinten hin. Also ja, also die ganze Hand würde ich jetzt hier hinten gar nicht mehr reinbekommen. Also der schließt wirklich schön mit der Wand ab. Was das jetzt genau für ein Wallmount ist, steht jetzt hier leider nicht dran. Aber es gibt sicherlich Informationen oder Hinweise, welcher Wallmount vor allem für diese sehr dünnen Modelle hier geeignet ist. Ja, das war es dann eigentlich schon so ziemlich von der 4K-Range, lassen wir uns nochmal hier hinten sehen, TV, ach ja komm, da gehen wir noch zum 4K-Smartphone Z5 Premium, das kriegen wir auch noch schnell hin, und die, Entschuldigung, hier geht es rum, hier wird gerade auch aufgenommen, hier zeigt er uns gerade irgendwas. Wo sind wir denn? Ah, jetzt haben wir. Da sind wir. Hier. Haben wir es? Das lenkt ab, ne? Die Katzenvideos. Ich mach das mal wieder raus hier. Das kann ja wohl nicht sein. Erste Display. Mit 4K Ultra D Auflösung, also 3840x2160 Pixel. Auf meinem Smartphone, ja. Auf meinem Tablet, was auch immer gerade. Was soll man jetzt dazu sagen? Einzelne Pixel erkennt man natürlich nicht, in keinster Weise. Es wäre schön gewesen, vielleicht so einen Aufbau mit einer Lupe zu bekommen. Das wäre natürlich sehr interessant. Aber so ist es wirklich schön, schön gearbeitet, das Modell. Auch so, es ist 5,5 Zoll groß, das Display. Hat einen Fingersensor hier an der Seite. Also quasi, wenn man das Handy ganz normal in die Hand nimmt, dann drückt man, hat man eh schon als Rechtshänder zumindest den Daumen drauf und kann dann quasi sich gleich mit einem Klick anmelden, PayPal bezahlen oder sonstiges. Und ich sag euch, ich bin nach Hause. Ja, hübsches Ding. Mit dem Smartphone wollen wir uns dann auch verabschieden vom Sony-Stand. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf der Messe. Infos zum Sony-Line-Up findet ihr auf 4kfilme.de und auf 4kfernseher.de.